angefangen hat das eigentlich relativ langsam, dass man immer mal wach wurde und nicht wieder einschlafen konnte. Seit ein paar Jahren habe ich, wenn ich abends ins Bett gehe, ein Klumpenhalsgefühl in der Brust. Leider habe ich festgestellt, dass meine Patienten zunehmend unter Schlafstörungen leiden. Die Geräusche sind da, man selber fühlt sich unwohl, einem wird, wenn es sehr extrem ist, schwindelig. Und habe dann feststellen müssen, dass diese Beschwerden zugenommen haben, seitdem dann auch Windenergieanlagen gebaut worden sind mit mehr als 3 Megawatt. Man ist tagsüber total kaputt. Man denkt, man hat 8 Stunden im Bett gelegen, hat man vielleicht ja auch, aber eben nicht geschlafen. Man hat die Ruhe nicht gefunden, um sich zu erholen. Ich habe einige Patienten, die sogar eine andere Schlafstätte suchen, die sich Ferienwohnungen anbieten, weil sie sonst gar nicht ihrer Arbeit nachgehen können, vor Erschöpfung. Es ist traurig, dass man zu solchen Themen, zu diesen Gesundheitsthemen, kaum Gehör findet. Also das denke ich schon, dass meine Lebensqualität dadurch sehr beeinträchtigt worden ist. Ich kenne viele Menschen, die wirklich sehr stark betroffen sind und ein hoher Leidensdruck ist da. Und das muss ernst genommen werden.